So, ich habe mir über Amazon eine Ersatzbürste für meinen Kobold VR 100, das ist der Staubsaugerroboter von Vorwerk, bestellt. Und die wollte ich jetzt mal mit der Originalen vergleichen. Die Originale ist natürlich schon, ich halte es mal vor die Linse, ist natürlich schon total zugesetzt, alles voller Haare und Staub. Die geht auch mit der Zeit hier kaputt, diese Gummibürsten. Ich hoffe, man kann das hier erkennen. Die schneiden dann ein, die Haare schneiden die dann hier ein. Auch seitlich hatte ich irgendwo eine gefunden, die eingeschnitten ist. Hier nochmal eingeschnitten. Vielleicht finde ich die seitliche noch. Finde ich jetzt doch hier. Genau, also hier sogar unten von der Seite. Ja, defekt. Jetzt gibt es hier eine Nachbaubürste, die hat eine andere Farbe, die ist auch nicht original. Jetzt wollte ich mir die mal anschauen, wie sehr die sich unterscheidet. Jetzt ist ja hier drin so ein, wie so ein Kugelgelenk. Wahrscheinlich der falsche Fachausdruck. Setzt sich übrigens auch mit der Zeit natürlich zu. Kann man, habe ich immer sauber gemacht, aber irgendwann ist auch mal gut. So, hier ist das ein bisschen anders gelöst, wie man sieht. Da ist jetzt nicht so ein Kügelchen drin. Aber ist auf jeden Fall auch mal Metall. Ja, es schließt ein bisschen eindeutiger als das hier. Interessant. Okay. Ja, ansonsten, man hat hier genau die gleiche Struktur. Also die ja, Gummilappen wechseln sich ab mit der Bürste. Und auch von der Größe her sieht das für mich jetzt ja, ziemlich identisch aus. Das heißt, ich würde die jetzt mal einlegen. Gucken, ob das hinhaut. Genau, man muss das Zahnrad ja immer auf die Seite nehmen, wo hier der Riemen ist. Das war immer so ein bisschen die Kunst vorher, den Riemen da wieder drauf zu kriegen. Oder man muss das, glaube ich, als erstes einlegen. So, also das wäre drin. Den Riemen habe ich reingekriegt. Und so sitzt es auch fest. Aha, es kann auch drehen, aber das habe ich jetzt auch schon im Internet gelesen. Wenn ich jetzt hier drehe, höre ich schon, dass es ein bisschen reibt ja, an den Innereien hier sozusagen, weil die Bürste wohl minimal größer ist. Das könnte sich jetzt natürlich negativ auf die Akkulaufzeit auswirken, weil er muss ja dann gegen größere Widerstände kämpfen. Auf der anderen Seite ist, man kann halt hier das Zeug schön rausbefördert werden und man hat da keinen Dreck drin. Ich tue jetzt nochmal die Originalbürste einlegen und ich gucke mal, ob ich dieses Reiben auch höre. Mit dem Originalteil sozusagen. So, muss ich jetzt hier wieder ein bisschen sauber machen, darf er dann gleich wieder aufsaugen. Ist nicht ganz so objektiv der Test, weil ich natürlich kein neues Ersatzteil hier von Vorwerk habe, sondern nur mein altes. Das kann natürlich sich ein bisschen anders verhalten. So. Ja, da höre ich es tatsächlich nicht. Also die schließt besser ab hier oder nicht besser unbedingt, aber da ist kein Widerstand jetzt beim Drehen, dass hier die Bürstenteile ans Plastik kommen würden. Genau. Okay. Das heißt, die andere Bürste ist dann tatsächlich etwas größer wohl. Hat der Amazon-Kommentar soweit gestimmt. Kann sich aber ja ziemlich leicht abnutzen, so über die Zeit. Also vielleicht gibt sich das auch. Werde ich dann sehen. Sozusagen im Langzeittest. Damit ihr das auch mal hört, das Geräusch, nehme ich mal das Mikro und halte es direkt an Staubsauger. So, ich hoffe, ihr hattet jetzt den Vergleich. Nichtsdestotrotz, wir machen mal weiter. Ich setze das hier auf. Und ja, das war hier die alte Bürste. Sieht auch schon aus wie kahler Arsch. Das ist die neue. Da habe ich auch mal nebeneinander gehalten. Das sieht sogar ziemlich ja, identisch aus von der Länge her. Nicht, ob man es erkennen kann. Also das macht jetzt nicht so einen großen Unterschied. Auch magnetisch, lässt sich also hier gut reinsetzen. Ja, ich würde sagen, dann lassen wir ihn doch mal laufen, oder? So, was man jetzt gehört haben sollte, es hat so ein bisschen Metall auf Metall gerieben, aber wir schauen uns das Teil mal an. So, Bürstchen sieht noch gut aus. Wie immer verfangen sich die Haare natürlich gerne.
in dem Gerät. So, also machen wir mal auf. Oh, das geht ja gar nicht. Das Teil hier läuft total heiß. Also ich fasse hier gerade dran, das ist brutal heiß geworden. Da reibt einfach Metall auf Metall. Das geht natürlich gar nicht. Das teste ich jetzt gleich nochmal mit dem Original. Und dann gucke ich mal, ob das heiß wird. Oh, ist ja der Wahnsinn. Ich habe ja eine komplette Spot-Reinigung gemacht, also das ist jetzt quasi vergleichbar, würde ich sagen. So, der ist jetzt beim zweiten Lauf fertig mit dem Originalteil. Jetzt will ich mal gucken, muss ich erst sofort schauen, ob das auch heiß gelaufen ist. Also es ist warm. Also, nee. Es wird schon ein bisschen warm. Also ich habe jetzt hier mal mit der Hand dran gelangt und auch an dieses kleine Kügelchen. Aber es ist jetzt nicht heiß wie bei dem anderen. Das heißt, da geht einfach Reibungsenergie verloren. Und das wird natürlich brutal auf den Akku gehen. Warum das jetzt so ist, weiß ich nicht. Entweder weil diese Konstruktion Mist ist oder weil halt einfach der, weil die Bürste zu weit ist und einfach eher mehr zu kämpfen hat und mehr Drehenergie da drauf geben muss. Oder Rotationsenergie. Und die verliert man am Ende, weil der Akku wandelt dann quasi Energie in Wärme um. Mit diesem Konstrukt hier an der Seite, das hier, ne? Das ist immer noch warm jetzt. Also das ist jetzt Wahnsinn. Also das geht gar nicht. Was haben wir hier auf der Seite? Ah ja, gut, das ist kalt, gut. Also der kämpft hier scheinbar gegen ganz schöne Widerstände. Ja, von daher werde ich das jetzt reklamieren.